Ja, ich bin ganz beeindruckt, wie Sie das machen, dass Sie mit einem Gebet beginnen, mit einer Besinnung, dass die Sendung durchaus in einem religiösen Kontext steht. Aber dieser religiöse Kontext ist auch ein Raum der Freiheit, wo Menschen wirklich frei atmen können und sich daran erinnern, dass das Wesen der Religion die Liebe ist, die Barmherzigkeit, die Gewaltlosigkeit natürlich. Ich finde es ein gutes Format, weil es in Ruhe wichtige Themen sehr natürlich verbunden mit Muslimen und dem Glauben auch diskutiert. Und diese Zeit sollte man sich ab und zu nehmen, ein bisschen Ruhe zu haben und auch über Glaubensthemen zu sprechen. Das Format ist sehr gut und das ist eine von den wenigen Formaten, wo die Teilnehmer können ausreden und ihre Meinung richtig tun und nicht von manchen Gänsefüßchen Rambos, die laute Stimme haben und dazwischen immer reden. Das ist ja das, was dieses Format von den anderen unterscheidet, nämlich, dass man in aller Ruhe über seriöse Themen sachlich diskutieren kann. Es geht nicht um Stimmenfang, es geht nicht um Quoten, sondern man bleibt sachlich und seriös.